Hallo Leute, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man aus einer einfachen Maßzeichnung, wie der hier vorne, in Fusion 360 ein 3D-Modell erzeugen kann. Und zwar ist das hier vorne jetzt die Maßzeichnung von einem Spindelmutterblock für eine 1605er Kugel oder eine 16 mm Kugelumlaufspindel. Und die hat fast alle Werte bis auf der Bohrung, hier die Bohrungstiefe. Da werde ich mehr oder weniger improvisieren, aber die sollte ja eh nicht sonderlich relevant sein. Hoffentlich werde ich diese Muttern bald in dem Projekt verbauen können. Mal gucken, wie lange es bis dahin noch dauert, aber jetzt mache ich erstmal die Skizze hierfür. Also, ich würde erstmal immer mit der aufwendigsten Kontur loslegen, um die zu skizzieren. Also ich kann natürlich jetzt hier vorne dieses Rechteck skizzieren in Fusion, müsste dann aber irgendwie die Phasen da reinkriegen. Ich würde es einfach so machen, ich skizziere diese Außenkontur hier vorne und extrudiere es dann, damit ich dieses Rechteck hier erhalte. Ich würde loslegen, und indem ich ein Rechteck erzeuge mit B mal H, also 52 mal 40 mm. Dafür gehe ich einfach hier rein und mache ein normales Rechteck. So. Und jetzt brauche ich hier vorne praktisch zwei kleine Phasen mit jeweils einer Katheten, denke ich, weiß nicht, wie man das so sagen kann, von E, also 12 mm. Das mache ich, indem ich einfach hier hingehe und irgendwie erstmal eine Linie ziehe. Das heißt, das ist noch nicht so wirklich wichtig. Wichtig ist nur, jeder der beiden Punkte Linie sitzt auf dem Rechteck hier. Und jetzt drücke ich D zum Dimensionieren, gehe von hier aus nach da und gebe hier 12 mm ein. Und dasselbe mache ich hier oben auch. Jetzt ist die Linie schwarz geworden, das heißt, sie kann sich in keine Richtung mehr bewegen. Alles ist dimensioniert. Und dasselbe brauche ich jetzt praktisch noch hier oben. Das könnte ich jetzt natürlich einfach mit einer weiteren Linie einzeichnen. Das wäre keine sonderlich große Arbeit. Aber ich möchte das einfach spiegeln. Also gehe ich auf L, zeuge eine weitere Linie, wähle für die Linie eine Konstruktionslinie aus. Das heißt, wenn man das aus Konstruktionslinien zeichnet, bildet sich danach keine Fläche mehr, die man irgendwie verwenden könnte. Sondern die ist wirklich nur dafür da, um eine Sache zu zeichnen, wie zum Beispiel einen rechten Winkel irgendwo einzuzeichnen oder halt hier was zum Spiegeln zu nehmen. Dann gehe ich also rein, spiegeln, wähle die Linie unten aus als Spiegelobjekt und die vorne als Achse, und schon habe ich hier oben ebenfalls passend das Ding hier unten gespiegelt. Jetzt brauche ich für diese grundsätzliche Kontur des Ganzen eigentlich nur noch den Innendurchmesser hiervon, von dieser Bohrung für die eigentliche Mutter. Und die hat den Durchmesser D. Groß D hat den Durchmesser 28 oder den Wert 28. Das heißt, ich gehe rein. Oder vorher kann man noch sehen. D ist mittig hier aufgebaut. Das erkennt man hieran, dass klein h die Hälfte von groß H ist. Also gehe ich hier hin und kann bequem einfach einen Kreis auswählen, hier reingehen und den Durchmesser von 28 eingeben. Das ist jetzt noch eine Konstruktionslinie, will ich nicht, also gehe ich nochmal drauf und drücke entweder X oder auf diesen Button hier, und jetzt habe ich eine normale. Also, jetzt habe ich praktisch diese Grundform erstmal, von der das Ganze aufgebaut wird. Die muss jetzt noch extrudiert werden, und zwar mit der Länge hier vorne L. Und L hat den Wert 40, das heißt, ich drücke auf E, extrudieren und gehe dann hier vorne erstmal zu 40 hin. So, und jetzt nimmt das Ganze auch schon Form an, das sieht aus wie so ein Mutternblock. Was wir jetzt halt noch brauchen, sind einmal die Gewindebohrung hier und hier. Und ich würde einfach mal mit den hier vorne loslegen, die sind ein bisschen umständlicher. Um die erstmal zu analysieren, die sind auf einem Kreis angeordnet mit dem Durchmesser W von 38 mm. Eine ist hier vorne auf der senkrechten Achse zu finden und die anderen beiden sind jeweils 45 Grad versetzt, also zueinander 90 Grad. Sind im 5er Gewinde mit der Tiefe, die hier leider nicht weiter spezifiziert ist. Also gehe ich erstmal rein, mache eine Skizze hier oben und ziehe eine vertikale Konstruktionslinie rein. Das heißt einfach so. Und dann brauche ich jetzt halt noch den Kreis, auf dem die sind.
auf dem wir angeordnet sind, der hatte den Durchmesser 38. Das wieder ein Konstruktionskreis praktisch, weil ich den später nicht als Form zum Extrudieren verwenden brauche. Und ich könnte hier vorne jetzt direkt einen Kreis einzeichnen und den später extrudieren. Aber was ich bei sowas lieber mache, ist das direkt als Bohrung zu machen. Also markiere ich das ja einfach, indem ich einfach einen Punkt auf diesen Schnittpunkt setze. Und jetzt brauche ich 90 Grad Versetzer, 45 Grad Versetzer dazu noch eine weitere. Also mache ich wieder eine Linie. So. Und kann mit D bequem 45 Grad Winkel nehmen. Und mache das gleich auch direkt in die andere Richtung. Also das könnte man wieder spiegeln, aber das war, geht auch so, finde ich, einfacher. Und jetzt mache ich wieder einen Punkt an exakt diese Stellen hier. Und jetzt brauche ich praktisch einfach nur noch diese drei hier oben, da unten. Das könnte ich jetzt machen, indem ich die einzeln übertrage oder ich mache wieder eine Spiegelung. So. Spiegeln. Ich wähle die drei Punkte aus. 1, 2, 3. Wähle die Achse aus und die sind hier unten. Dann habe ich jetzt die Punkte, die ich halt brauche, eingezeichnet. Ich gehe auf Skizze beenden. Und jetzt möchte ich aus denen halt praktisch M5er Gewindebohrung machen. Dafür kann man hier vorne auf Erstellen gehen und dann auf Bohrung. Und dann wähle ich erstmal die Punkte aus, wo ich eine Bohrung haben möchte. Das sind exakt die hier vorne. So. Ich habe jetzt hier vorne schon einmal das Richtige ausgewählt gehabt. Mache jetzt einfach mal so, wie man jetzt vielleicht in dieses Menü reinkommen möchte. Also, wie man in der Skizze erkennt, hat die Bohrung keine Senkung, also ist einfach so. Und hier vorne kann man jetzt den Bohrungsgewindetyp auswählen. Entweder hat man einfach ein normales Loch oder eine normale Bohrung, ein Gewinde oder wie in dem Fall hier jetzt, ja, ein Gewinde. Und die Bohrung hat, ja, so, weil wir jetzt hier vorne ein Gewinde, das wir haben wollen. Und dafür kann man jetzt halt auswählen, ob man das vollständig durchhaben möchte oder Einfachheit halber. Mache ich es jetzt einfach mal so mit einem winkligen Bohrungspunkt. Das ist jetzt ja hierfür auch nicht sonderlich relevant. Oder einfach so, weil wir die Schraube ja eh nicht bis zum Ende der Mutter durchjagen werden. Ich nehme jetzt einfach mal 12 mm ein. Das passt hier ungefähr, würde ich sagen, hin. Leider ist, wie gesagt, das nicht angegeben, wie weit genau die Bohrung reingeht. Und dann haben wir jetzt hier vorne das Gewinde, dürfen wir spezifizieren. Es ist logischerweise metrisches Gewinde. Und das ist dann im Fünfer, also gehen wir auf 5 mm. Nehmen das Standard im Fünfer Gewinde. Und dann kann man hier unten jetzt auswählen, ob man entweder das Gewinde modelliert haben möchte. So. Oder halt so als Andeutung. Als Skin, als Textur praktisch. Ich finde es schöner, wenn das Gewinde modelliert ist. Ich glaube, wenn man viele davon hat, kann es ein bisschen Rechenleistung kosten, vor allem beim Exportieren. Aber ich finde es irgendwie, es verdeutlicht einem mehr, dass es ein Gewinde ist. Und dann drücken wir es einfach auf OK. Und schon haben wir vorne unsere Sacklochgewindebohrung. Und jetzt brauchen wir praktisch noch hier vorne die 1, 2, 3, 4 Gewindebohrungen. Die haben den Abstand P zueinander und sind symmetrisch zu dieser Achse. Das heißt, ich werde das mal wieder eine Querachse einzeichnen und dann die Hälfte von P entfernt werde ich die hier oben anordnen. Also mache ich es so. Ich zeichne wieder eine Konstruktionslinie ein. Bei mir ist das Ganze jetzt halt 90 Grad gedreht, wie in der Zeichnung. Hier oben an dem Dreieck kann man erkennen, das ist am Mittelpunkt angeordnet. So wollen wir es dann ja auch haben. Und jetzt ziehe ich hier vorne irgendwo eine zweite zufällige Linie hin. Und die dimensionieren wir jetzt praktisch. Das heißt, der Abstand von den beiden ist die Hälfte von P. P ist 40, also geben wir vorne 20 mm ein. Und jetzt brauchen wir vorne praktisch noch zwei Gewinde oder zwei Punkte, die wir einzeichnen. Der erste ist C1, also 8 mm von der Kante hier entfernt. Und der zweite ist 24 von vom ersten Punkt entfernt. Das heißt, ich
mache jetzt vorne erstmal einen Punkt rein und irgendwo anders einen zweiten rein. Und jetzt sind es vorne 8 mm. Und das hier vorne sind 24. Jetzt können wir auch direkt nachmessen. Ist symmetrisch, das heißt auf beiden Seiten jeweils 8 mm frei. Und jetzt werden die Punkte einfach nur noch gespiegelt. Also wählen wir die aus, wählen die Spiegelachse aus. Schon passt's. Jetzt machen wir wieder dieselben Gewindebohrungen. Gehen hin, klicken drauf. Und Fusion hat sich direkt gemerkt, glaube ich zumindest, ja, was wir beim letzten Mal genommen haben. Und ja, genial. So. Und deshalb kann man das jetzt einfach so behalten. Also drücke ich auf OK. Und schon haben wir hier unten die Gewindebohrung eingezeichnet. Jetzt machen wir es noch, damit es optisch passt. Wählen wir als Material hier vorne Aluminium aus. Dann ist es ein bisschen heller und es sieht schon mal in die Richtung so aus. Damit haben wir jetzt diese Konstruktionszeichnung oder das Konstruktionsskizze übernommen. Wir müssten jetzt dann noch wissen, wie tief die Gewindebohrungen genau sind. Ich meine, ich hatte gelesen, es sind wirklich ein 5x12er, also müsste das hier vorne passen. Jetzt kann man also dieses Modell hier vorne praktisch in seine Zeichnung von einer CNC-Fräse zum Beispiel einbauen. Oder wenn man eine Fräsmaschine hätte, so ein Spindelmutterblock mit der fertigen. Ja, das war es dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch das gefallen hat, wäre ein Like natürlich toll. Wenn nicht, konstruktive Kritik. Und bis zum nächsten Mal.